Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zur FIFA 17, der Trainerkarriere mit dem FC Bayern gegen Hannover. Mal gucken, ob der Jugendspieler den Vertrag noch annimmt, denn ich möchte ihn gerne testen im nächsten Spiel. Oh, verdammt, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Ist er jetzt nicht im Kader? Der Winter. So, ich möchte in Hannover mit meinen roten Trikots spielen gegen die schwarzen Hannoveraner. Und ich muss rotieren, denn es steht das Rückspiel an. So, Draxler nicht fit, Hansen noch verletzt, der Jugendspieler hat noch nicht angenommen. Ja, ich muss hier wieder rotieren, das ist natürlich die Frage, wen brauche ich ganz fit? Den Hummels hätte ich ganz fit, deswegen spielt Tah. Achso, ich hatte ja gesagt, Fischer über rechts. Odegaard spielt, Ronaldo kriegt die Pause, dafür kommt mal wieder Ribéry. Griezmann, Thomas Müller. Wo ist er? Das Müllerschen? Hä? Wo ist denn der Müller? Da. So, dann nehmen wir raus einen Martinez. Dafür kommt ein Bernat. Das rotieren wir so hin. Thiago Vidal. Thiago. Und hier kommt ein Sanchez. Der ist nicht ganz fit, aber Thiago wird dafür im Rückspiel. So, Bennett nehme ich mit. Den möchte ich, den werde ich wahrscheinlich für Odegaard oder so wieder, nee. Ich bringe von Anfang an den Fischer und der, Quatsch, den Bennett und der Fischer wird zweite Halbzeit kommen. Also, Ribéry mal wieder von Anfang an, es ist ja sein, vielleicht sogar sein letztes Spiel ab ins Stadion nach Hannover. Haha, so, da wären wir in Hannover. Waldstadion, das sind die Bayern. Leicht verändert, leicht rotiert. Ich muss ja in 3 Tagen schon wieder die Champions League gegen Rom bestehen, um den Saisonabschluss perfekt zu machen mit einem möglichen Champions League-Finale. Was natürlich ja quasi ein Muss ist. So. Oh, gleich Foul von Bernat, der ist natürlich heiß. So, und Ribéry ist natürlich auch heiß. Achtung, das ist nicht zu glauben. Was macht Manuel Neuer da? Was macht der Neuer da? Hier nochmal die Wiederholung jetzt. Den hätte er festhalten müssen. Und vorher sah er auch schon nicht gut aus. Also, wie gegen Rom, glaube ich. Ein schneller Rückstand. So, wir haben ja nochmal Ribéry. Schade. Ja, wir wollen uns natürlich von Robben, Ribéry, Alonso so ein bisschen verabschieden. So, hier ist Bennett. Bennett war ja Rechtsfuß. Also eigentlich müsste er über links spielen. Busmann. Ah, Vidal war dazwischen. Eckball Hannover. Puh. Ja, ist schon spannend, ne? Es ist schon spannend. Ja, weg damit. Keiner da vorne. Odegaard macht's. Mit Ronaldo. Genau. Vidal, Zweikampfverlierer, Alaba auch am Ziel vorbei. Und Tah mit Glück. So, wenn Thomas Müller nicht vorne drin ist, macht es natürlich wenig Sinn. Ribéry jetzt. Immer noch Franck Ribéry, immer... Oh. Puh, Ribéry wollte zu viel. Sanchez. Wieder Ribéry.
Was war denn das? Odegaard. Also Hannover beschränkt sich jetzt gerade mal für eine kurze Zeit nur aufs Bolzen. So, Odegaard hatte ja auch einen linken, ne? Linke Klebe. Haben wir. Wow, Jungs. So, Bennett. Stark. Ach, der hat... Nee, der hatte doch einen rechten Mann. Ich habe extra geguckt. War, bis man sich was bei den Jugendspielern gemerkt hat. Komm, Frank. Stark, Junge. Oh, ich wollte schon sagen, wenn das Abschluss gewesen wäre. Bennett. Ribéry kämpft und grätscht. Ah, stark, Frank. Oh. Also es wäre überhaupt kein Problem, das Spiel zu verlieren. So, das war mal ein anderer Alf Puschen. Mit dem Wegbolzen. Oder auch Ei, Ei, Ei. So, Juan Bernat. Franck Ribéry. Wenn der durchkommt. Aber kam er nicht. So, Eckball jetzt. Wieder Bennett. Wenn die mal ankommt, gibt es ein Pünktchen. Odegaard. Muss man mal eine Idee haben. Was macht denn Thomas Müller? Der war doch so gut, der Pass. Also Möglichkeiten sind da. Es ist nicht so, als wären sie nicht da. Da. Wie einst immer Boateng. Also Odegaard auch nicht in Best- und Höchstform. So, vielleicht jetzt nochmal. Ribéry auf Odegaard ist nicht der schnellste. Abpfiff. 1:0 steht's nach wie vor für Hannover. Okay. Nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Wir gehen direkt in die zweite Halbzeit. Da muss jetzt was kommen. So, über rechts mit Bennett. Ah, Bennett weiß da die Laufwege nicht. Kimmich stark, Junge. Bennett, mach mit. Gut.
Arturo Vidal abgefälscht. Oh. Alaba stark. Oh, Müller im letzten Moment abgedrängt. Also vom Druck her bin ich dran. Nein, das gibt's nicht. Ribéry auf Odegaard und das Ding. Ah, die Bennett-Ecken. Zu kein Schmackes, zu viel. Pff. Oh. Kein Elfmeter. Esmeier über rechts. Ich fühle mich hier gerade wie gegen Rom, als würde nichts gehen. So, vielleicht bringt ein Wechsel ja irgendwas. So, Robben. Fischer für Bennett. Vidal, da kommt ein Alonso. Und Ribéry kriegt seinen Applaus, da kommt dann nochmal ein Griezmann. Nein! Verdammt. Egal. So, Fischer über rechts, Robben durch die Mitte. Also Bennett war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Da hätte ich so viel mehr rausholen können und jetzt... Oh Gott, was für ein Schüsschen. So, also, wer hätte es gedacht in Hannover? Oh, weia. Puh. Also Hannover macht den Deckel nicht drauf. Chance für den FC Bayern, hier noch das 1-1 zu erzielen. Xabi Alonso auf Robben. Der spielt auf Ribéry. Ist kein junger Ribéry mehr, ist ein verdammt alter Ribéry. Mensch, die machen das hier richtig gut, richtig breit. Das ist, hat Hand und Fuß, was Hannover hier spielt. Emil Fischer. So, den haben wir noch. Ein bisschen Zeit ist noch.
beziehungsweise ja, Hannover verabschiedet den FC Bayern schon. Aber hier, Leute, ist noch nicht aller Tage Abend. Kimmich dazwischen. Oh. Ah. Ah. Den hat er gut geholt. Robben. Die spielen das so gut runter hier. Ah, der ist zu weit. Also zwei Spiele in Folge verloren. Ja, amtlich, zwei Spiele in Folge verloren. Wann gab's das zuletzt? Das ist in der Tat lange her. Naja, die Rückrunde war ja so allgemein nicht so erfolgreich. So, Hauptsache, ich gewinne ja jetzt das nächste Spiel gegen Rom. 2-0 Rückstand. Ja, das letzte Mal, dass mich jemand so geärgert hat, der ist dann im Achtelfinale mit 5:1, glaube ich, nach Hause geschickt worden im Rückspiel. So, achso, wir machen hier nochmal wieder Spielerentwicklung. Wie gesagt, Alvarez, den ersetze ich mal durch Winter, ne? Wo ist hier der Winter? Da. Ja. Und da setze ich nochmal den Winter ein. Den Winter. Achso, nee, Alvarez ist eigentlich eine gute Idee, weil der ist ja SS15, den kann ich noch gar nicht hochziehen hier. Und, oh, Ausdauer. Ha, ja, Jugendspieler Ausdauer, alles simulieren. Kennt ihr, Training beginnt, bla bla bla. Ah, oh, Alvarez Ausdauer und auch endlich Odegaard Ausdauer gesteigert auf sage und schreibe 54. Wir sehen uns am Dienstag, zumindest hier in FIFA, gegen Rom. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.